Genau, du machst den Shampoos mal auf. So, Walzer tanzen hier, welche in der Mitte. Ihr beide müsst jetzt Walzer tanzen. Walzer tanzen. Tanz, Mariechen, tanz. Occupy ist für Pressefreiheit. Ja, ist doch nett. Occupy für Pressefreiheit. Hier können wir reinkommen. Leider nicht. Schade. Ja, aber die Presse, die... Schade, hat auch mal gehen. Oh. Hier. Na, wir haben unseren eigenen Sekt. Also wenn ihr da ausgeht, könnt ihr hier auch mal einen Schluck haben. Oder? Merci. Der Hamburger Pressewahl 2012. Ja, aber das bleibt... Letztes Jahr waren vielleicht Freunde, die waren immer noch da. Aber der Presseball ist doch heute Abend hier drin. Es ist egal, aber sie haben einen Grund da. Wir wollen ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Presseball über die ganzen Enden. Ich will meine Identität. Ich will das Vermummungsverbot bei Versammlungsrecht. Ja, wir sind wir wollen ja ein bisschen aufmerksam machen. Wer ist denn hier verantwortlich? Wir sind alle verantwortlich. Wir sind alle verantwortlich. Wir sind unabhängig voneinander hier. Grundsätzlich möchte das Hotel Atlantik nicht, dass sie hier aufmerksam sind. Ja. Jetzt einmal die Personal von jedem einzelnen Fashion-Event gestehen. Ja. Und? Was ist denn hier los? Genau, was ist hier überhaupt los? Und euch herzlich einladen, zum Vortragen. Die Penner, ihr gelumptes Pack. Widerwärtigen. Das ist ein Motiv, dass so ein Presseball entsteht. Du kriegst die falschen Schuhe, Digga. Entschuldigung, wissen Sie, um was es hier heute Abend geht? So, die kurze spontane Aktion wurde hier eben aufgelöst. Wie viele Polizisten waren da? Also ich habe acht Autos gezählt. Also neun sogar. Wie viel wart ihr so? Ich glaube sieben sind wir, ne? Sechs, sieben waren wir. Also ganz überschaubarer Haufen eigentlich so, ne? Genau. Und wir haben auch beobachten können, dass einer abgeführt wurde. Was wird dem vorgeworfen? Genau. Dem wird vorgeworfen, dass er eine Rechnung in Köln, 800 Euro, nicht bezahlt hat. Wie viel Schulden hat eigentlich Deutschland? Eigentlich müssten wir doch gesamt Deutschland verhaften. Für 800 Euro Schulden, wenn man da verhaftet wird, dann müsste fast jeder verhaftet werden. Im Durchschnitt hat 25.000 Euro Schulden jeder Staatsbürger. Den Rettungspaket haben wir mal 20.000 dazu. Den hat er gar nicht verursacht, sondern den haben uns die Politiker und der Staatsapparat hat uns die auferlegt. Am Anfang hat sich das ja so angelassen, die Polizei war ja so noch ganz nett, so sah das aus, als sie noch zu zweit waren. Ja. Was haben sie euch da gesagt eigentlich? Da haben sie gesagt, dass es nicht erwünscht ist, dass wir auf der Seite stehen und dass das der Bürgersteig angeblich dem Atlantik-Hotel gehört.
wir müssten das freimachen. Das haben wir dann auch gesagt, ja, das wussten wir nicht. Dann also ist ein privatisierter Bürgersteig? Genau. Gibt es das überhaupt in Deutschland? Ja, oder? Kenn ich auch nicht. Vielleicht ist das alles schon privatisiert und wir wissen es noch nicht. Genau. Und dann können Sie dann im Prinzip immer sagen, Sie sind auf Privatgelände. Dann dürfen wir ja nur noch zu Hause sitzen. Ja genau, warum sitzt ihr eigentlich zu Hause? Warum lauft ihr hier nachts durch die Fußgängerzone? Das wollte ich so mal wissen. Was macht denn die Presse mit den Unternehmern da zusammen? Was, na, tanzen. Was brauchen Sie denn? Ja, und tanzen. Und wofür? Mit welchem Motiv? Naja, bei Tanz, da werden Beziehungen gepflegt. Oder man kommt sich auch näher, man verliebt sich teilweise auch ineinander. Das ist ja schon so ungefähr wie 1930 oder sowas vor dem Zweiten Weltkrieg, dass Wirtschaft, Medien und Politik so dermaßen miteinander verquickt sind, dass man eben denkt, das ist ein Apparat und dann gibt es auch keine Demokratie und keine Freiheit mehr. Stehe ich lieber auf und versuche die Reste zu retten, solange noch was da ist. Wie frei kann eine Presse sein, die dauernd von Unternehmern, die total viele Verluste und Probleme schaffen, zum Ball eingeladen wird. Wie frei kann die Presse noch berichten über die Unternehmer, über die Passier zwischen Unternehmer und Politik, wenn die Presse eingeladen wird von Unternehmern? Im Atlantik-Hotel mit feinsten Limousinen standen sie davor. Was sind die Motive? Was wird da wohl besprochen? Und, oder was werden da für Beziehungen geknüpft? Und wofür sind die gut? Das fragen wir uns. Und die Personalien wurden jetzt von jedem Einzelnen von euch aufgenommen? Der Polizist hat gesagt, das ist so ein Strafbestand. Wir sollen angeblich eine Demonstration, eine nicht angemeldete Versammlung sein und werden wohl einen Strafbefehl kriegen, wie er sagte. Mal gucken, ob er das realisiert. Wir waren gar keine Versammlung, wir waren alle unabhängig voneinander da. Habt ihr euch nicht darauf vorbereitet, sondern seid einfach da so hin. Genau. Ja, und einer der Polizisten hat auch noch gleich versucht, mit einer Lüge anzufangen. Er sagte, es wäre Ausweispflicht, ich müsste einen Ausweis bei mir tragen. Das ist überhaupt nicht richtig. Es ist tatsächlich so, dass es Ausweispflicht zwar gibt, das bedeutet aber nur, dass ich mich zu Hause ausweisen muss. Und wenn ich glaubhaft machen kann, dass ich die Person bin, das heißt, irgendwelche anderen Dokumente mit Foto oder meinem Namen drauf habe, dann reicht das völlig aus, um mich auszuweisen. Die wollten uns im Grunde genommen anfangs gleich alle mitnehmen und das ist rechtswidrig, habe ich dem Herrn dann auch gleich gesagt. Wie alle mitnehmen? Er wollte uns alle mitnehmen. Wohin auf denn? Auf die Wache zur Personalienfeststellung. Aber und ist denn das überhaupt nötig, wenn ihr ihm bereitwillig eure Dokumente zeigt? Ja genau, das ist eben, die pochen dann eben auf einer Sache mit dieser Ausweispflicht. Wir haben keinen Personalausweis mitgeführt. Das wäre eben von uns ein Fehler, was überhaupt nicht stimmt. Die Ausweispflicht besagt, dass man sich zu Hause ausweisen muss und eben nicht auf der Straße den ganzen Tag den Personalausweis mitführen muss. Das stimmt einfach so nicht. Aus diesem Grunde dann gleich solche Repressalien zu starten, Durchsuchungen des Körpers, obwohl er sagt, er kann sich ausweisen mit eben einem anderen Papier außer dem Personalausweis, das ist im Grunde genommen auch ein tätlicher Angriff fast schon. Ja. Moment, also ihr habt ihnen eigentlich die andere Dokumente zur Ausweisung eurer selbst geboten, aber sie haben trotzdem durchsucht, ohne sich diese Personalausweise oder andere Ausweise durchzugucken. Genau, also es war etwas voreilig, der Kollege, und fing dann gleich an, meinen Kollegen nebenan zu durchsuchen. Als dann der Polizist auf mich zukam, sagte ich, nee, sie dürfen mich überhaupt nicht untersuchen. Ich habe eine Monatskarte dabei, da ist ein Foto von mir drin, ich kann glaubhaft machen, dass ich diese Person bin. Und dann hat er auch sehr schnell davon abgelassen. Schon die erste Durchsuchung war eigentlich auch rechtswidrig. Hättet ihr Interesse daran, dagegen vorzugehen? Das wird sich, denke ich mal, noch zeigen, je nachdem, was da von Staatsanwaltschaftsseite auf uns zukommt. Werde ich natürlich dann Widerspruch einlegen und sehen, dass ich dann irgendwie natürlich auch mit den Argumenten und vielleicht ja auch sogar Filmaufnahmen arbeiten kann, die dabei entstanden. Es war ja eine Übermacht von 3-1 und also da wurde so ein Aufwand betrieben, ne? Das ist ja Irrsinn. Was glaubt ihr generell, warum wird da so ein Aufwand betrieben? Also wenn Occupies irgendwo auftauchen, gibt es meistens ganz viel Polizei, was ist da los? Ja, also ich denke, das ist natürlich schon so, dass eine Opposition auch niedrig gehalten werden soll und eine Stimme, die eben einfach auch so ein bisschen den Respekt verliert und einfach eben auch mal so Aktionen durchführt und nicht eben als Speichellecker im Grunde genommen den Schönen und Reichen hinterherläuft, sondern man einfach sagt, nee, wir gehen da einfach mal hin und versuchen eben einfach ein bisschen zu stören, ein bisschen auf aufmerksam zu machen, die Leute auch ein bisschen zu ärgern vielleicht, ne? Weil ärgern tun die uns auch genug, ne? Kamen denn Reaktionen von Leuten, die zu dem Ball wollten? Ich meine, da kamen noch ein paar zur Tür raus, haben geguckt, was da los ist. Habt ihr da eine Stimmung einfangen können? Wie war so das Bild? Ich habe im Foyer gesehen, dass da ganz viele gewartet haben. Ich glaube, wahrscheinlich haben die Werte gesagt, da ist gerade was draußen los, wartet mal, kommt nicht, geht nicht raus oder rein. Ich hatte eine Szene mitbekommen, da kam irgendwie eine Frau, also eine Tochter mit ihrem alten Vater raus und er hat sich das Plakat durchgelesen und hat beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Ja, also hat sich wirklich aufgeregt, richtig, sodass sie ihn auch beruhigen musste. Komm Papa, wir gehen jetzt wieder rein und ins Foyer zurück. Vereinzelt kamen eben auch Leute raus, aber die Szene war eben, also er war da völlig fassungslos, dass wie wir versuchen, so einem elitären Verein demonstrieren können, wie wir uns das erlauben, sowas
Hätte es wahrscheinlich zu anderen Zeiten noch nicht gegeben, wollte ich beinahe sagen. Ja, aber also das ist, also der war schon richtig aufgelöst. Ne? Und also vereinzelt kam eben schon Reaktionen wie Kopfschütteln oder einfach so ein bisschen arrogantes Zeigen mit Zigarre und sowas. Ne? Also aber kam nicht auch ein Verständnis irgendwo mal? Von Hotelgästen. Ja. Ein paar Hotelgäste haben Sympathie gezeigt. Was wünscht ihr euch fürs nächste Mal vom Hotel Atlantik? Dass wir halt eine Presse mit einladen, die nicht eingeladen sind da, sondern dass wir dann... Ja, aber vielleicht sind die alle heute weg eingeladen worden. Genau, vielleicht hätte es gar keinen gegeben. Genau, wahrscheinlich, man hätte gar keinen erreicht. Die sind alle da. Sie hätten rauskommen müssen. Ja, aber da haben sie wieder die Kamera nicht dabei. Wir sind unheimliche Menschen da hingegangen. Wir sind spontan. Das war nie geplant, als dass wir dann eine Demo machen, sondern wir wollten alle, jeder einzeln hatte seine Idee, wie er sein Bedenken über diese Veranstaltung ausdrücken kann. Und wir sind keine Versammlung, sondern wir waren unabhängige, aufgebrachte, empörte Bürger, die wissen wollen, was da passiert. Dafür kämpfen wir. Für Unabhängigkeit, dass das, was da hinter verschlossenen Türen passiert, ans Tageslicht kommt.